Jo, da sind wir wieder. Weiter geht's hier mit Lucius. Im letzten Teil haben wir ja versucht, über den Gene was herauszufinden. Schauen wir mal. Was war denn da nochmal genau? Der Gene, Vaters Kollege Gene, er besucht meinen Vater manchmal geschäftlich. Ich hasse es. Wenn er im Esszimmer raucht, ich bekomme dann Kopfschmerzen. Das war unsere letzte Information. Zähne haben wir auch geputzt beim letzten Mal. Ach ja, genau. Da hat's ja dann geleckt, wo wir hier lange sind. Glaube ich. Hallo Mama. Keine Sorge, Lucius. Hi. Mary ist jetzt an einem besseren Ort. Okay, Mama. Cool, Mama. Ach, ja, genau. Die Streichhölzer hatten wir eigentlich schon eingesteckt. Ja, komm. Guck gerade Fernsehen, ne? Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Jetzt, zack. So, Aktualisierung. Ich habe die Streichhölzer von Gene gestohlen. Jetzt kann er seine Zigaretten nur noch am Ofen anzünden. Ich sollte eine Art Falle stellen. Der Ofen verfügt über ein System, das verhindert, dass Gas entweicht. Ich brauche dafür irgendein Werkzeug. Ja, wir haben ja einen Schraubenzieher gefunden, das wird's wohl sein, ne? Hoffe ich doch mal. Hast du meine Streichhölzer gesehen? Nein, Gene. Gut. Tschüss, Gene. Streichhölzer. Werkzeug, genau. Werkzeug haben wir ja. War schon. Wo waren das? Auf E. Genau, nimm dir mal in die Hand, du. Irgendein Werkzeug, ja. Ich habe hier ein Werkzeug, Uno. Hallo? Hast du meine Streichhölzer gesehen? Da meint den Ofen. Okay. Oder den Gasherd, okay. Mr. Gene, machen Sie was zu essen? Was braucht dein Vater so lange? Ich muss neue Streichhölzer finden. Ich kann ja nicht immer an den Ofen ran, wenn ich Feuer brauche. Doch, doch, Mr. Gene, das ist gar kein Problem. Muhahaha. So, die Aktualisierung bei Gene. Der Ofen ist manipuliert und Gene hat keine Ahnung. Jetzt müssen wir nur noch warten. Alles klar. Machen wir. So, dann warten wir mal ab. Bis Mr. Gene. Hoffentlich ist er Kettenraucher. Ich meine, dann stirbt er ja eh bald. Also von daher. Ja, ja. Mary war halt eine eiskalte Frau, ne? Mr. Gene. Mach mal die Klotze aus. Du hockst nur rum. Hol dir mal eine Zigarette, Junge. Komm, wir gehen eine rauchen. Hör auf, herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich nervös. Ja, wenn du nervös bist, dann musst du eine rauchen. Dann geht's dir besser, mein Freund. Verdammt. Was braucht dein Vater so lange? Ich muss neue Streichhölzer finden. Ich kann ja nicht immer an den Ofen ran, wenn ich Feuer brauche. Was zum Fick machst du da? Okay. Ich guck da mal Fernsehen, ne? Hallo Mama. Jetzt verpasst Onkel Gene den besten Teil, Mama. Lass bitte deinen Vater heute in Ruhe. Gene ist da und sie haben dich. Okay, Mama. Oh, my God.
Mr. Jean. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ziemlich unheimlich. Jean war mein Wahlkampfleiter. Seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein. Aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss mit Ihrem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass in diesem Haus etwas Seltsames vorging. Ich konnte das Puzzle noch nicht zusammenfügen, also zog ich mich für eine Weile zurück und ließ es gären. Nach ein paar Wochen kam der Anruf. Als die Dinge sich normalisierten, gab es in dem gottverlassenen Haus einen weiteren Unfall. Es geschah an einem regnerischen Tag. Ich glaube, einem Dienstag. Der Hausmeister, ein ziemlicher Trinker, führte eine Reparatur in einem Badezimmer im unteren Westflügel aus. Alles klar. Hallo, Lucius. Da sind wir wieder. Das hast du sehr gut gemacht, nicht wahr? Ja. Meine Güte, du machst mich stolz. Dankeschön. Aber ich muss dir ein paar mehr, sagen wir, subtilere Künste beibringen, die du einsetzen kannst. Trainiere deinen Geist, um Objekte nach deinem Willen zu bewegen. Hier, lass mich dir zeigen, wie. Gerne doch. Wähle deine Telekinese-Fähigkeit durch Drücken von 2. Zeige mit dem Mauszeiger auf das Spielzeugauto, drücke und halte Maus 1. Ausgezeichnet. Oh. Mist, du kannst das Objekt jetzt mit der Maus bewegen. Drücke zusätzlich und halte Maus 1 und 2. Ah, okay. Ausgezeichnet. Zerbrechen. Sehr gut. Ah, okay. Wir sind doch ein Sith Lord, ey. Radio anmachen. Wo haben wir denn Radio? Ach da. Jetzt weißt du, was du machen musst, mein Sohn. Du musst deine Mission fortführen und mir sehen. Sei vorsichtig, aber hab keine Gnade. Oh, jetzt wollte ich gerade noch ein bisschen zur Musik tanzen, die war so schön. Aber nein. Ja, ist auch gut. Wenn dich jemand erwischt hat, kannst du sein Gedächtnis löschen und er wird alles vergessen. Geil. Epischer Ladebildschirm, ne? Na komm schon. August 1972. Schwere Musik. Alter. Hui. Guck mal, jetzt können wir unser Zimmer aufräumen wie ein echter Sith Lord.
bringt nur nichts. Also, es hat irgendwas mit Musik auf sich, weil schwere Musik. Und der Hausmeister wäre irgendwo in den unteren Etagen in einem Badezimmer. Was reparieren. Das ist ein Kühlraum. Abgeschlossen. Da war ja nur die Küche. Ging es ja nirgendwo lang? Ja, ja. Ah, guck mal hier. Großen Türen. Ja, da können wir jetzt rein. Abgeschlossen. Badezimmer. Na gut, was erwartet uns hinter dieser Tür? Das und noch vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge, Lucius. Bis bald.